So Leute, vor noch gar nicht so langer Zeit hatten wir Commander Legenden. Da kommt noch ein Booster dabei rum. Gucken wir uns dieses Booster nochmal an. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Wassergestalt. Ein blaues Mana Verzauberung. Die verzauberte Kreatur kann nicht geblockt werden. Und wenn die verzauberte Kreatur angreift, wende Hellsicht 1 an. Sehr cool. Zerquetschende Ranken. 3 Mana, bestimme 1. Zerstöre eine fliegende Kreatur oder zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Goblin Pioneer. 2 Mana, 2, 1 mit bedrohlich. Also muss von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Malfeld-Zwillinge, 6 Mana, 4, 4. Wenn die sterben, erzeugt man 2, 2, 2 schwarze Kreaturenspielsteine, Zombies. Chor-Kartenzeichnerin, 4 Mana, 2, 2. Wenn die ins Spielfeld kommt, kann man sie direkt nach einer Ebene durchsuchen und sie getappt ins Spiel bringen. Nice. Kurierin aus Kinsbale. Kinsbeile? Ich weiß nicht, wie es in Deutsch ausgesprochen wird. 3 Mana, 2, 1. Und wenn sie ins Spiel kommt, lege 1 plus 1 zu 1 Marker auf eine Kreatur eurer Wahl. Mit Zugabe. Zugabe, man schickt die Kreatur aus dem, diese Karte aus dem Friedhof ins Exil und kriegt für jeden Gegner einen Token von dieser Kreatur, der angreifen muss und Eile hat und im Endsegment geopfert wird. Werkstattassistent. 3 Mana 1, 2. Wenn er stirbt, bringt man eine Fuck-Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Nicht bad. Steinzorn. Steinzorn, ich mag den Namen. Steinzorn. 5 Mana Spontanzauber fügt einer Kreatur so viel Schadenspunkte zu, wie man Länder kontrolliert. Amila-Sphäre, 2 Mana Artefakt, 2 Mana tappen, opfern, man durchsucht sein Deck nach 2 Standardländern, zeigt sie auf dem Vor, nimmt sie auf die Hand, mischt sein Deck. Silberrücken-Schamane, 5 Mana, 5, 4 Trampelschaden, Menschenaffe-Schamane und wenn er stirbt, zieht man eine Karte. Laterne des Seers, die ist cool, 3 Mana Artefakt, tappen für ein Farblos oder 2 Mana tappen, Hellsicht 1. Augenweh-Massaker, Alter, die Namen. Ich habe nichts über deutsche Namen gesagt. 4 Mana Hexerei, Nicht-Elfen-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten minus 2, minus 2 bis zum Ende des Zuges. Pyramide der Abenddämmerung kommt mit 3 Ziegelmarken ins Spiel. 2 Mana entferne eine Ziegelmarke von der Pyramide, ziehe eine Karte oder für 2 Mana tappen hält sich 1. Okay. Widerstand leisten. 3 Mana spontan Zauber Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1 bis 0 und unser Stauberkap bis zum Ende des Zuges. Das ist gut. Platankunst Preisrichterin. 4 Mana 3, 3. Wenn die ins Spiel kommen, ziehe für jede Kreatur, die du kontrollierst, die mindestens 1 bis 1 1 Mal gehabt, eine Karte. Uff, das ist mächtig. Und Ringe aus der Heiligen Esse. Oh mein Gott. Die waren mal bockteuer. 3 Mana Artefakt. Immer wenn du eine Fähigkeit aktivierst, falls es keine Mana-Fähigkeit ist, kannst du 2 Mana bezahlen. Falls du dies tust, kopiere diese Fähigkeit. Kannst neue Ziele bestimmen. Die war mal richtig teuer. Und noch eine Rare, okay. Nimm's Unas Gauner. Feenwesen Ritter. 5 Mana, 1, 6. Okay. Aufblitzen fliegend. Immer wenn du den ersten Zauberspruch in einem Zug des Gegners wirkst, schau die obersten 2 Karten deiner Bibliothek an. Nimm einen davon auf die Hand und lege die anderen auf den Friedhof. Die ist gut. Die ist richtig gut. Dann haben wir Halana, Waldläuferin aus Kessig. 4 Mana 3, 4 Reichweite. Immer wenn eine andere Kreatur unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, kann man 2 Mana bezahlen. Wenn man dies fügt die Kreatur einer Kreatur eurer Wahl Schadenspunkte ihrer Stärke zu. Das ist mächtig. Und Alarmschlagen in Foil und... Okay. Alarmschlagen in Foil, man kriegt für 2 Mana erzeuge 2-1-1 Soldatenspielscheine. Wo kommst du jetzt her? Prismatische Flöter. 5 Mana 3, 3, wenn er ins Spielfeld kommt, falls der prismatische Flöter dein Commander ist, bestimme vor Beginn der Partie eine Farbe. Der prismatische Flöter ist die bestimmte Farbe. Partner. Er ist alles und nichts. Ist das ein Token oder ist das eine richtige Kreatur? Weil sie fühlt sich so anders an. Ah, okay. Krass. Ich habe keine Ahnung, was sie hier drin sucht. Egal. Das Set ist auch viel zu lange her für mich schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksweet. Ciao, ciao.